wie kommt das, dass ja, bei immer mehr ökonomischen, gesellschaftlichen Verfall, und das gilt ja nicht nur, das gilt ja nicht nur in Deutschland, das gilt für die ganze Welt, wie kommt das, dass sich linke wirtschaftspolitische Positionen ja nicht bahnbrechen, nicht mehr im Fokus stehen? Ja, woran liegt es? Man kann das, wenn ich Maler, wenn ich den Matisse mal hier als Maler nehmen darf, mit ein paar klaren Strichen, kann man das, glaube ich, ganz gut skizzieren. Erstens, es liegt an Angst. Der große Regisseur Fassbinder hat ja einen fantastischen Film gemacht in den 70er Jahren, Angst, essen Seele auf. Ja, Angst, das ist Existenzangst von Menschen. Und man haben Menschen Angst, Existenzangst, ja, sie haben dann Angst, wenn sie sich mit ihrer eigenen wahren Arbeitskraft, die jeder von uns hat, am Markt, an den Arbeitsmärkten nicht mehr reproduzieren können. Wenn sie vielleicht noch Arbeit haben, aber auch diese Menschen haben Angst, nämlich ihre Arbeit zu verlieren, und die, die Arbeit längst verloren haben, ja, die haben noch mehr Angst, überhaupt jemals neue Arbeit zu bekommen. Und der große Soziologe, für mich einer der größten Nachkriegssoziologen, deutsche Nachkriegssoziologen, Oskar Negt, der ist mal in einem Interview gefragt worden, Herr Negt, als Soziologe, wie sehen Sie denn den immanenten kapitalistischen Krisenprozess? Was passiert denn soziologisch da mit einer Gesellschaft? Und da sagt Negt, ja, wenn die Krise da ist, dann gibt es eine erste Phase, eine erste soziologische Phase, die nennt er Adaption, Anpassung. Die Menschen passen sich sozusagen den Krisenverhältnissen an. Und wenn die Krise länger dauert, sagt Negt, dann geht das gesellschaftlich-soziologisch eine zweite Phase über, die nennt Negt Devote. Devote Adaption. Die Menschen werden unterwürfig. Und wenn die Krise sich dann womöglich noch mehr verschärft, dann sagt Negt, tritt die dritte Phase ein. Und wie nennt Negt die dritte Phase? Die nennt er gesellschaftlichen Realitätsverlust. So kann man sicherlich auch das erklären, was das deutsche Volk verbrochen hat, den Nazi-Faschismus, dass eben auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 29, 30 bis 33, dass das Volk unter Realitätsverlust litt. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, und ich will das gar nicht so weit wegschieben, das kann nicht wieder passieren. Nein, das kann ganz schnell wieder passieren, denn wenn die ökonomischen Verhältnisse, die letztlich die politischen determinieren, nicht umgekehrt, wenn die immer mehr sich segmentieren und wegbrechen, wenn immer mehr Menschen ja, aus der Bahn geworfen werden, wenn das kapitalistische System sie nicht mehr braucht, wie zurzeit 25 Millionen Menschen, das sind nur die registrierten Arbeitslosen, die wirkliche Zahl ist ja viel höher. Genau wie bei uns die Zahlen der registrierten Arbeitslosigkeit viel höher sind als die, die da immer ausgewiesen werden. Und man muss ja auch das gesamte Prekariat on top oben drauf rechnen. Ich meine, Menschen, die zwar Arbeit haben, ja, aber unter prekären Verhältnissen sich jeden Tag zu verwerten haben, ja, die haben mindestens genauso Angst wie die längst arbeitslos sind. Und was ist das für ein erbärmliches ökonomisch-politisches System, das offensichtlich nicht in der Lage ist, allen Menschen, die arbeiten wollen, auch eine Chance zu geben, sich selbst zu verwerten und nicht auf eine staatliche Alimentierung, auf eine staatliche Alimentierung von Dritten angewiesen zu sein. Es gibt ja die große Dame des französischen Journalismus, des Vivian Forrester, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, mehrere Bücher geschrieben hat, aber das schätze ich besonders, Der Terror der Ökonomie, wo sie über Scham- und Schmachgefühle spricht von Arbeitslosen.
ja, wo die Gesellschaft es eben nicht mehr zulässt, dass sie ohne Alimentierung durchs Leben gehen zu müssen. Das ist ja beschämend für jeden Menschen, angewiesen zu sein auf Dritte, auf staatliche Alimentierung, ohne eine eigene Reproduktionsbasis durch Arbeit sich zu schaffen. Das führt zu Scham- und Schmachgefühlen bei Menschen. Sie wenden sich dann natürlich ab, sagt sie zu Recht. Sie wenden sich ab. Man findet sie auch nicht auf Demonstrationen. Der Professor Bontrup, der ist in der ersten Reihe als Beamter, wo ich gar nicht sein müsste, aufgrund meiner gesellschaftlichen Absicherung. Und der demonstriert gegen Hartz IV und gegen die Agenda 2010. Aber die davon betroffen sind, die sieht man da nicht. Die wenden sich ab aus Scham und Schmach. Das ist das Zurückziehen, dieses Abschotten in das Nationale, was dann auch politisch mit dem Rechtsrutsch verbunden ist. So. In der Krise wählt die Arbeiterklasse, das war schon immer so, nicht links, sondern rechts. AfD wird gespeist, 80% Arbeiter, Unterschicht. Ja, das kann man auch ganz einfach erklären. Wie ich zu Beginn meines Referates sagte, ist der entscheidende Faktor Angst. Und die Menschen haben Angst, das Wenige, was sie vielleicht noch haben, auch noch zu verlieren. Da ist natürlich der Flüchtling, das was von außen kommt, eine Bedrohung. Die da oben sind, ja, die reich sind. Der Maschmeyer, können Sie ja sicher alle, der holt sich 4 Flüchtlinge in seine Villa und macht da in Bunte eine Story raus, wie sozial er doch ist. Ja, der hat doch keine Angst vor dem Flüchtling, weil er ist so reich, der muss auch keine Angst haben. Das erklärt das, ganz einfach, ganz einfach. Und die Menschen, es ist leider so, ich bin kein Soziologe, die können das sicherlich besser erklären, wir sind ein paar Soziologen unter uns, aber der Mensch guckt in der Krise, so viel weiß ich davon auch als Ökonom, nicht nach oben, leider, das was ihn bedroht und zerstört, sondern er guckt nach unten, weil er da in erster Linie die Bedrohung sieht. Weil er Angst hat, dass das darunter ihn angreift und ihm das nimmt, was er eigentlich schon längst kann. Ich meine, widersprüchlich ist es natürlich auch, wenn Abhängiger die CDU-CSU wählt oder die Grünen wählt. Ja, so weit muss man ja gehen, oder die SPD wählt.